Herr Mattis, in der Schweiz ist ein Kleinkind, ein erster Mensch an den Folgen der Schweinegrippe gestorben. Erstaunt Sie das? Nein, es erstaunt mich leider nicht. Aufgrund der rasant zunehmenden Fallzahlen in der Schweiz nehmen auch die Fälle mit einem schweren Krankheitsverlauf zu. Und am Wochenende waren wir leider mit dem tragischen Ereignis eines ersten Todesfalls konfrontiert jetzt. Muss man denn damit rechnen, dass es zu weiteren Todesfällen kommt in der Schweiz? Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Todesfälle in der Schweiz auftreten werden. Wie lange dauert denn eine solche Pandemie überhaupt und in welcher Phase sind wir jetzt? Wir sind sicher in der Anfangsphase der Pandemiewelle. Wir gehen davon aus, dass eine solche Welle 8 bis 12 Wochen dauern wird. Jetzt mit dieser Nachricht wird wohl die Bereitschaft der Bevölkerung, sich zu impfen, steigen. Viele Leute werden sich nun erst recht impfen wollen. Was empfehlen Sie denn jetzt? Es gilt nach wie vor, was wir bis anhin gesagt haben. Prioritär Zugang zu der Impfung sollen jetzt all die Leute haben, die ein erhöhtes Komplikationsrisiko haben. Natürlich wird die Nachfrage auch aus der Allgemeinbevölkerung, wenn ich das so sagen darf, wahrscheinlich zunehmen, da haben Sie recht. Die Leute müssen sich, und das hängt noch von Kanton zu Kanton ein bisschen ab, die müssen sich noch ein bisschen gedulden, aber in den ersten Kantonen wird die Impfung für die Allgemeinbevölkerung bald starten. Wird denn genug Impfstoff vorhanden sein für alle, die sich impfen wollen? Grundsätzlich ist so, dass dann genug Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Im Moment ist der Impfstoff begrenzt verfügbar. Weitere Tranchen werden jetzt aber in die Schweiz geliefert, werden den Kantonen umgehend zur Verfügung gestellt. Und wir sind der Meinung, dass wir in absehbarer Zeit jetzt wirklich so viel Impfstoff zur Verfügung stellen können, dass all die, die sich impfen lassen wollen, auch tatsächlich zu einer Impfung kommen. Sie sagen in absehbarer Zeit, viele Leute möchten sich natürlich jetzt impfen und wenn sie geimpft sind, dann vergeht ja nochmals etwa 2 Wochen, bis der Schutz dann effektiv da ist. Was sagen Sie denn diesen Leuten, die jetzt am Warten sind, eben fast nicht mehr warten können? Ich glaube, wenn man eben keiner Risikogruppe angehört, dann muss ich einfach an die Solidarität appellieren. Es gibt Leute, bei denen die Erkrankung einen schweren Verlauf nehmen kann. Und ich glaube, denen muss man jetzt den Vortritt lassen. Man muss sich noch ein bisschen in Geduld üben. Mehr kann ich leider nicht empfehlen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen Ihnen leider heute mitteilen, dass erstmals ein Kind mit einer H1N1-Infektion, also dem pandemischen Grippevirus, verstorben ist. Das Kind, das uns gestern gemeldet worden ist, ist schon letzte Woche erkrankt. Es ist ein Kleinkind, erst im Juni geboren, das sich in hausärztlicher Behandlung befand und es wurde wurden Infektionszeichen festgestellt. Der Hausarzt gab daraufhin Antibiotika und zu Recht übrigens und machte darauf aufmerksam, dass eine Spitaleinweisung notwendig werden könnte, wenn das nicht besser würde. In der Nacht erneute Verschlechterung und daraufhin notfallmäßige Einweisung ins Universitätsspital, also ins Universitätskinderspital bei der Basel. Leider war das Kind bei Eintritt schon tot, aber an diesem Punkt möchte ich an Herrn Professor Hammer übergeben, der Ihnen die medizinische Situation näher erläutern wird. Der Knabe wurde uns von der Rettungssanität unter Reanimationsbedingungen am Assistol und mit lichtstarren Pupillen zugewiesen. Das Kind kam bei uns Sonntagmorgens um 4 Uhr in den Schockraum im UKBB. Wir haben dann die schon bereits erfolgte Reanimation noch etwa 20 Minuten weitergeführt. Es war erfolglos, das Kind war eigentlich schon tot bei Eintritt. Das Kind hatte ein Missbildungssyndrom. Das Wichtigste vielleicht für Sie ist, dass das Kind eine Lippenkiefer-Gaumenspalte hatte. Das ist eine Spalte im Oberkiefer, die dem Kind auch die Atmung zum Teil und das Schlucken erschwert. Dann hat es einen kleinen Defekt gehabt im Vorhofseptum, im Herzen und andere kleine Dysmorphien, sodass man annimmt, das Kind hat ein, was wir in der Medizin als Missbildungssyndrom bezeichnen, ohne dass wir die genaue Ursache kennen. Es hat auch so ausgesehen aufgrund des Verlaufs, dass das Kind an einer Immunschwäche gelitten hat. Es hatte immer wieder Infekte.
Es hat dann auch eine Autopsie stattgefunden, auf unseren Wunsch hin. Das machen wir immer bei Säuglingen, die uns tot zugewiesen werden, bei denen die Todesursache zu Beginn nicht klar ist. Und ich habe heute Morgen erfahren, dass die unmittelbare Todesursache eine Lungenentzündung gewesen ist. Das Kind hatte vorgängig ja Fieber gehabt und auch einen viralen Infekt. Es sieht aber so aus, als ob auch eine bakterielle Koinfektion vorgelegen hat in der Lungenentzündung. Da wissen wir noch nichts vom Erreger. Guten Abend, meine Damen und Herren. Pandemrix, das ist einer der Schweinegrippe-Impfstoffe, die es nicht nur in der Schweiz, sondern unter anderem auch in Kanada gibt. Nun hat die Herstellerfirma GlaxoSmithKline eine ganze Charge mit 172.000 Impfdosen zurückrufen müssen. Der Grund: Nach der Impfung ist es bei zahlreichen Patienten zu schweren allergischen Reaktionen gekommen. Ja, man befürchtet sogar, dass diese lebensbedrohlich sein könnten. Die Schweizer Behörden beruhigen jedoch, hier gäbe es keine solchen Probleme. Soweit wir jetzt wissen, ist die Schweiz nicht betroffen. Es wurde keine solche Zwischenfälle in der Schweiz im Zusammenhang mit einer spezifischen Charge beobachtet. Anders hier in Kanada. Zahlreiche Patienten haben nach der Impfung mit Pandemrix stark allergisch reagiert. Betroffen ist auch dieses Kleinkind. Für seine Mutter besonders schlimm, sein Gesicht begann anzuschwellen. When his face started to swell up, that was the worst. Es sei unmöglich gewesen, ihrem Sohn die zweite Dosis zu verabreichen. Kein Einzelfall. Auch diese Mutter berichtet über Komplikationen bei ihrer Tochter. Sie kann nicht mehr gehen, sie schreit nur noch, wir brauchen Hilfe. GlaxoSmithKline Kanada hat die ganze Lieferung mit 172.000 Dosen zurückgerufen. Wie viele davon bereits gebraucht wurden, ist ebenso unklar wie der Grund für die überdurchschnittlich vielen allergischen Reaktionen. Mögliche Ursache könnte eine Verunreinigung sein. Die Schweizer Arzneimittelbehörde Swissmedic ist nichts bekannt über Probleme bei Pandemrix-Lieferungen. Allergische Reaktionen seien jedoch nicht ausgeschlossen, betonen die Behörden. Also in der Schweiz wurde auch allergische Reaktionen gemeldet, aber keine hatte einen schweren Verlauf. Alle konnten gut behandelt werden. GlaxoSmithKline Schweiz schließt auf Anfrage der Tagesschau einen Zusammenhang mit den Fällen in Kanada aus. Der Grund: Die Schweiz wird vom Produktionsstandort Dresden aus beliefert. Hier gäbe es keinerlei Probleme. Die betroffene Lieferung dagegen sei in Kanada produziert worden.